Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 82 von Arboreum. Ja, der Thomas Stehler hatte geschrieben, dass ich ja keinen roten Faden habe sozusagen oder ja einen entdeckt hat und das wäre das so, dass ich halt Asteroiden hole und so weiter und so fort. Ja, war so, aber der nächste rote Faden, den ich mir jetzt definitiv vorgenommen habe, ist, wir fragen nach in Schiffen nach dem Schmuggler oder sowas, beziehungsweise wir sind in einem neuen Sektor, wo es sogar Schmuggler gibt. Und vielleicht kriegen wir da ja Informationen raus. Okay, schauen wir doch mal, oder? Was sagen die uns denn hier so? Grüße. Hallo, interessant an einer Stange Geld für einfache Arbeit? Ich weiß nicht, ja, manchmal schon, aber eigentlich bin ich nicht so der Typ, der jetzt auf die Schmugglerseite wechselt, oder? Ungefähr 500.000 bis 1 Million. Kommt drauf an, wie schnell du bist und ob du es schaffst. Ach, das ist jetzt nicht so ein Ding, was ich haben möchte, weil 500.000 ist ja jetzt eine Nullnummer, ne? Nee, machen wir nicht. Ja, die neuen Freunde, das ist nämlich das Problem, was wir dann haben. Dann kriegen wir irgendwelche Freunde dazu. Gut, okay, dann ist das schon mal geklärt. Gibt es hier noch ein anderes Schiff, was wir befragen können? Ein Frachter? Nee, der sagt, glaub ich, nichts, ne? Doch, Frachter sagen was. Ist hier etwas interessant. Die Forschungsstationen werden immer besser. Sie verwenden jetzt genetische Algorithmen, um neue hochqualitative Objekte zu erforschen. Dadurch werden die hereingesteckten Objekte zwar zerstört, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bekommt man ein höherwertiges Objekt heraus. Ich frage mich, was passiert, wenn man drei Objekte von allerhöchster Qualität reinsteckt. Vielleicht implodiert das Universum? Okay, das probieren wir aus. Alles klar. Gibt es noch was zu sagen? Wo ist dein Heimatsektor? Dem Piratenkönig. Ah, wir sind zu weit in der Mitte der Galaxie. Gut, das würde bedeuten, wir fragen noch nach dem Heimatsektor. 332 minus 74. 332 minus 74. Ne, das war falsch. Minus 74 kennen wir schon, alles klar. Wir müssen mal an den Rand der Galaxie, hat er jetzt gesagt. Das bedeutet, wir fliegen mal hier hin, weil da gibt es ein schönes Sprungtor. Und dann kommen wir doch da ganz schnell hin, oder? Ja, los. Dann sind wir nämlich mehr am Rand und dann geht es vielleicht besser. Den müssen wir jetzt auch ganz locker wegmachen, ne, oder? Den Piratenkönig. Sollten wir irgendwie hinkriegen. Da ist das Tor. Hier gibt es natürlich auch noch was zu entdecken, ist klar. Oh, das Objekt ist hier in der Nähe. Dann suchen wir das gerade mal auf, da oben. Dann gucken wir doch da rein, oder? Den Container nehmen wir doch noch mit. F interagieren, öffnen. Okay. Geschützkontrollsystem, Antriebsupgrade und die Kohle halt. Da ist noch ein bisschen Kohle, die wir auch noch haben. So, das war nochmal 10.000, ne? Und das machen wir jetzt kaputt, oder wie ist das? So, ah ne, das ist da, okay. Kann man gar nicht zerstören, aber wie sehe ich das? Da
Das Ding fliegt ganz schön schnell weit weg, ne? Geht nicht kaputt zu schießen. Okay, das ist auch kein Objekt mehr, glaube ich, in der Hinsicht. Jetzt müssen wir dieses Tor wieder finden. Da. Jetzt habe ich auch gar nicht drauf geachtet, aber das kann ich nachher im Video nochmal kontrollieren. Ob man sehen konnte, dass das geleert war oder ob das Zeichen da oben noch war. So, jetzt müssen wir mal relativ zügig am Rand kommen über dieses Tor, oder? Ja. Ist nur die Frage, wo hier einer ist, ne? Aber da sollte ja jemand sein, oder? Wo müssen wir lang? Da oben. Dann fliegen wir da mal schnell rüber und dann hoffen wir, dass wir da jemanden fragen können, der uns da weiterhilft, oder? Gibt es überhaupt jemanden? Nein. Nur zwei Tore. Das andere ist da oben. Ein bisschen näher, dann nehmen wir das. Ist egal, wo es hinführt. Hauptsache, es kommt Zivilisation auf. So. Okay. So, Korvetten haben, glaube ich, nichts zu sagen. Wir können es ja trotzdem mal erfragen, oder? Geht nicht. Gut. Das ist aber eine Fraktion, die ich jetzt noch nicht kenne, oder? Zielerfassungssysteme gibt es hier tatsächlich. Okay. Das Ibiat-Syndikat. Ach, wir haben sogar schlecht mit denen Kontakt. Dann würde ich sagen, wir suchen uns ein Tor und gucken zu, dass wir dann weiter wegkommen, oder? Nordosttor. Waren wir denn jetzt gerade durch ein Tor? Ah, da oben ist es, okay. Ich dachte schon, das hier wäre das Tor gewesen, wo wir gerade unterwegs waren. Gut. Ja, wollen wir hoffen, dass wir von diesen Typen da schneller wegkommen. Hier sind sie auf jeden Fall noch zu Hause. Schiff, leichtes Bergbauschiff. Kann man das erfragen? Ja. Tut mir leid, davon weiß ich nichts. Frage immer näher ans Zentrum. Ach, okay, jetzt müssen wir näher ans Zentrum. Das ist auch nicht so doll, ne? Wo ist dein Heimatsektor? 413, 228. 413. Also da irgendwo. Ne, das war falsch. Das bedeutet hier Sektor markieren. Ach so, da ist ein Riss in der Karte, deswegen kommen wir da jetzt nicht weg, aber da kommen wir mit dem Tor noch da. Okay. Aber das. Ja, da müssten wir eigentlich eine Notiz machen, ne? Das hat gut geklappt, ne? Da muss man da nochmal reinklicken. Heimatsektor. Fraktion, ich weiß nicht, wie es jetzt heißt, aber ist ja auch egal. Jetzt sagt nicht, der hat das da reingeschrieben, ne? Natürlich hat das da reingeschrieben werden.
oder? Nee, doch nicht jetzt da reingeschrieben. Gut. Das bedeutet, er sagte, wir sollten näher ans Zentrum. Gut. Jetzt brauchen wir ein Tor. Nordtor? Nee, da will ich jetzt nicht hin. Norden wäre parallel. Eins der beiden ist es West-Südwest. Ja, ich glaube, das West-Südwest ist es schon. Dann fliegen wir durch das Tor wieder. Passt. Das war jetzt nicht so ein Weitersprung wie das andere Tor zwar, aber vielleicht finden wir hier was. Frachter, der weiß was. Wo ist dein Heimatsektor? 4, 2, warte mal, das war ein anderer Heimatsektor, oder? Ich habe jetzt gedacht, das wäre der gleiche wie eben. Das, was ich dir sagen wollte. Wo ist dein Heimatsektor? 4, 13, 228. Ne, ich glaube, das ist doch richtig. Ja, das haben wir jetzt verstanden, ne? Okay. Verzieh dich. Ja, wegen der schlechten Kontakte, ist klar. Karte. M. Ich glaube, wir fliegen mal mehr Richtung Norden, ne? Ist das das Tor? Ne, Südwest. Dann müsste es das Nord-Nordwest sein, ja. Hier gibt es nichts Besonderes, also weg. Gut. Schauen wir mal, dass wir da weiterkommen. Nächsten Fragen. Da gibt es ja mal einen, der uns was sagen kann. Okay. Hier gibt es nur Korvetten. Ich glaube, wir springen mal anders darüber. Dann kommen wir schneller zum Zentrum. Gut. Hier sind nur wir. Sehen wir auch am grünen Zeichen da oben, ne? Shit, der Riss ist riesengroß. Haben wir eben gar nicht gesehen, ne? Und dann geht die Reise weiter. Hier ist auch nichts. Und wir fliegen mal dahin, weil da ein grüner Blips ist. Drehen, drehen, drehen und fliegen. Oder jumpen. Korvetten werden uns nichts sagen. Dann denke ich mal, geht's in die Richtung. Muss man nur an der Stelle hier warten. Und 10 Sekunden sind schon ziemlich lang, ne? 4, 3, 2, 1. Nee, das war falsch. Da ist richtig. Gut. Neuer Sektor, neues Glück. Hier gibt es auch wieder nur Korvetten, das bringt uns also auch nicht weiter. Was war sonst noch so? Handelsposten. Aber wir müssen schon in der Nähe einer anderen Fraktion sein, sonst wäre hier nicht der Handelsposten von denen. Ja. Das bedeutet, wir werden uns das Ziel nach da schlagen und dann würde ich aber sagen, machen wir das in der nächsten Folge oder ja, vielleicht springen wir gerade noch und dann gucken wir dann weiter. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins, falls ihr
die Glocke noch nicht angemacht habt, dann macht das, dann kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video teilen und auch gerne das Video auf anderen Kanälen verbreiten. Ja, da ist ein Tor. Gucken wir gerade noch auf die Karte. Das kannten wir noch nicht. Aber jetzt werden wir hier noch gerade schnell... Ja, nur Korvetten. Pech gehabt. Gut, dann machen wir nächste Runde hier weiter. Ich sag bis zur nächsten Folge. Ciao!